Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja jetzt schon ein paar Videos gemacht zu dem neuen Acrylgel von Magnetic. Zum einen die Naturnagelverstärkung und den Babyboomer. Ich werde euch beide Videos nochmal verlinken, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Jetzt möchte ich euch einmal die French-Modellage auf Schablone zeigen, was man dabei beachten sollte und auch einfach mal, damit ihr seht, wie schön das Ergebnis ist, wie schön der Tunnel ist, wie gut man pinchen kann. Also mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Ich habe die Schablone schon gesetzt, der Nagel ist vorbereitet. Und was ich benutze, ist im Prinzip auf jeden Fall das Extender. Das ist das Make-up sozusagen. Das sieht so aus für die Nagelbettabdeckung. Dann benutze ich das Weiß. Und dann könnt ihr optional, wenn ihr wollt, das Rosa benutzen, das ist ja eher so ein bisschen milchig, oder eben das ganz normal durchsichtige, damit man den Aufbau nochmal modellieren kann. Und ja, wie gesagt, der Nagel ist vorbereitet. Was aber unbedingt jetzt noch sein muss, ist der Ultra Bond. Das ist wie doppelseitiges Klebeband. Ich werde euch die Produkte verlinken. Und ja, den lasst ihr ganz kurz einwirken. Und dann geht es auch schon los. Man kann theoretisch mit dem Weiß direkt auf Schablone arbeiten, das ist gar kein Problem. Aber nach dem Aushärten sollte man dann die Hand umdrehen und das Ganze nochmal von unten aushärten lassen, weil das Weiß sonst nicht richtig härtet. Deswegen mache ich es ein bisschen anders und beginne die Verlängerung sozusagen mit dem klaren Acrylgel. Ich habe hier mein kleines Pöttchen mit dem Alkohol stehen, 70%ig, und nehme mir jetzt einen Spatel. Also ich nehme dafür jetzt einfach so ein Metallspatel. Ihr könnt auch einen Pro-Pusher nehmen. Ich gehe so ein bisschen in das Pöttchen rein, damit mein Spatel nicht so stark klebt. Und nehme mir eine kleine Menge raus. Und setze das einmal an der Nagelspitze ab. Das Schöne ist ja wirklich, euch verläuft überhaupt nichts. Das heißt, man kann ganz in Ruhe arbeiten. Wenn ich eine Naturnagelverstärkung mache, setze ich mir das Gel einfach schon auf alle Nägel drauf, nichts verläuft, und dann kann ich die Töpfchen noch wieder zumachen. Und ja, ich habe es hier einmal abgesetzt, ihr seht, es bleibt einfach stehen. Ich habe jetzt den Pinsel mit dem Alkohol getränkt und fange an, das Material vorsichtig mit Tupfbewegungen auf der Schablone zu den Seiten zu drücken. Ich möchte einfach so eine ganz dünne Verlängerung arbeiten. Die lasse ich aushärten. Anschließend kann ich dann direkt die Schablone abnehmen und dann härtet das Weiß auch richtig durch. Und so arbeite ich auch am liebsten, dass ich erstmal eine durchsichtige Verlängerung habe, dann das Make-up-Gel arbeite und dann mit dem French andocke. Ich arbeite nach Möglichkeit auch schon so ein bisschen die Form aus. Es wird ein Square. Ich möchte nicht unnötig viel Feilarbeit haben. Ist jetzt wirklich sehr, sehr dünn. Und das lasse ich jetzt erst einmal ganz normal aushärten. So, dann entferne ich jetzt schon mal die Schablone. Vorsichtig zusammendrücken. Und nach unten wegziehen. Und jetzt mache ich ganz klassisch weiter mit der Nagelbettabdeckung. Da nehme ich mir jetzt einmal was von dem Extender. Und man kann damit richtig toll die Smileline vorformen. Das geht richtig, richtig gut. Setze ich mir jetzt auch einmal ab. Nehme wieder meinen Pinsel in den Alkohol. Und dann verteile ich das Material erst einmal im hinteren Bereich. Wie gesagt, man kann ganz in Ruhe arbeiten. Da verläuft nichts. Immer so ein bisschen schauen. Es fängt mit der Zeit so ein bisschen an zu kleben. Dann ist immer der Zeitpunkt erreicht, wo der Alkohol so ein bisschen verflogen ist. Dann einfach nochmal was nachnehmen. Und man kann das Ganze wirklich ganz in Ruhe modellieren. Also ihr seht, das ist wirklich von der Verarbeitung her ist das wie Acryl, nur dass es nicht von alleine härtet. Ich streiche das auch jetzt schon schön glatt. Also ich finde, das ist ein System, das einfach super für Anfänger ist. Einfach weil man Zeit hat und es verläuft nichts. Ich kenne das von vielen Anfängern und von mir damals. Wenn das Material erstmal in den Rändern ist und läuft, dann hat man am Anfang noch ziemliche Schwierigkeiten und Liftings. Bei Acryl hat man am Anfang das Problem, dass es einem zu schnell hart wird.
wenn man noch nicht so viel Übung hat. Und hier hat man wirklich alle Zeit der Welt. Hat natürlich den Gestank auch nicht im Studio. Und jetzt seht ihr, ich kann jetzt mit der Pinselspitze richtig toll die Smileline vorformen. So, lasse ich das jetzt einmal. Ich finde, man kann das Material auch schön glatt streichen. Und dann härte ich jetzt nur mal so für 15 Sekunden ungefähr an in meiner Kombilampe. Und dann mache ich direkt mit dem Weiß weiter. Das Pöttchen mache ich jetzt einmal zu. Wenn ihr speziell zu dem System noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich habe ja jetzt bereits das dritte Video ist das jetzt und ich hoffe, da sind schon viele Tipps für euch dabei. Probiert es auf jeden Fall mal aus. So, mal her. Denn ich denke, das ist für den Studioalltag auch wirklich eine schöne Sache. So, jetzt mache ich dann weiter mit dem Weiß. Gleiches Spiel. Ich nehme wieder meinen Spatel. Setze mir ein bisschen was von dem Weiß auf die Spitze. So, absetzen. Dann wieder in den Alkohol reingehen. Und an mein Nagelbett dran schieben. Wenn das Make-up-Gel hoch genug gearbeitet wurde, dass man keinen weiteren Aufbau benötigt, dann könnt ihr natürlich mit dem Weiß jetzt auch einfach über die Smileline hinaus arbeiten. Und beim Feilen feilt ihr sie ohnehin dann sauber. Dann müsst ihr jetzt natürlich auch mit dem Weiß hoch genug arbeiten, also dick genug arbeiten, dass da kein weiteres Material drüber muss. Das ist so die einfachste Variante. Man kann natürlich auch richtig sauber andocken und dann nochmal mit einem Rosa oder dem Clear drüber gehen. Das ist euch überlassen, wie ihr das lieber macht. Auf jeden Fall funktioniert das sehr, sehr gut. Versuche natürlich mit dem Pinsel das Material schon möglichst glatt zu verarbeiten, damit ich auch einfach nicht mehr so viel Feilarbeit habe. Und jetzt lasse ich das Ganze nochmal für 30 Sekunden härten. 20 bis 30 Sekunden, das müsst ihr ein wenig ausprobieren. Und dann möchte ich den Nagel noch ein bisschen pinschen. Das ist bei diesem Modell nicht unbedingt notwendig, weil sie eigentlich sehr gute Nägel hat, einen ausgeprägten Tunnel und parallele Seitenlinien, aber ich möchte euch das jetzt trotzdem einmal zeigen. Ihr könnt dafür eine Zange nehmen oder eine gewöhnliche Pinchklemme. Zwischendurch mal testen, so einmal hergeben. So ein bisschen schauen, ob das Material schon hart genug ist. So, ich pinche jetzt einmal mit so einer Zange ein bisschen vor. Einfach ein bisschen drücken. Ich merke, das Material ist aber noch recht nachgiebig. Ich gehe noch mal ganz kurz rein. Also mit einer Zange so ein bisschen vordrücken. Ich warte jetzt noch mal ein paar Sekunden und dann fixiere ich das Ganze einmal. Nochmal her. Dann fixiere ich das einmal mit meiner Pinchklemme. Und dann soll das Material einmal komplett aushärten. In der Kombilampe reichen auf jeden Fall 1,5 Minuten, dann ist das Material gehärtet. Je nachdem, welche Lampe ihr natürlich habt. Sonst unter UV ganz normal 2 Minuten aushärten lassen. Und dann nur noch in Form fallen, dann seid ihr auch schon fertig. Und ich finde einfach, man kann damit eine richtig tolle Smileline vorformen. Man kann einen sehr schönen Tunnel arbeiten, auch bei Kunden, die vielleicht so ein bisschen breitere Nägel haben, wo das manchmal etwas schwieriger ist. Das hatte ich in einem anderen Video schon erwähnt, dass ich das getestet hatte an meinem Mann, der ja eher breite Nägel hat. Und das hat richtig gut geklappt. Ich hatte einen sehr ausgeprägten Tunnel. Und ich zeige euch gleich einmal das Ergebnis. Ich feile den Nagel in Form und dann könnt ihr einmal sehen, wie das aussieht.
So sieht der Nagel jetzt einmal nach dem Befeilen aus. Ich finde, man sieht wirklich sehr gut, dass man eine schöne Smileline vorformen kann. Und das Gute ist einfach, dass dabei einfach nichts verläuft. Es ist wirklich eine ganz einfache Variante. Ich versiegel den Nagel jetzt einmal mit einem Milky-Versiegler. Ich lasse das Ganze aushärten, trage noch eine Nagelpflege auf. Und schon hat man wirklich einen richtig schönen, klassischen French-Nagel gearbeitet. Und ich finde, der Extender-Ton, muss ich sagen, der Make-up-Ton, der passt auch richtig schön. Der sieht sehr, sehr natürlich aus und passt auch wirklich zu ganz, ganz vielen Kunden. So, und in die Lampe. Und so sieht der Nagel dann jetzt einmal aus, also versiegelt, ausgehärtet und eingeölt. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ich werde euch die Produkte verlinken. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann, wie gesagt, könnt ihr sie unten schreiben. Sonst schaut euch die anderen beiden Videos zu dem Thema nochmal an, also zum Babyboomer und zur Naturnagelverstärkung. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.